Totenkopf, dein Ende heißt Mosche. Und dieser Kampf geht mir auf den Senkel. Keine Ahnung, wie oft ich den jetzt schon hier probiert habe. Und er mich nervt. So, Rakete los. Das Blöde ist halt, er fängt jetzt an hier rumzuballern und das brennt hier im Raum. Halt, Maul, du Pussy. Ja, schütze ich nur. Piss, General. Wollen wir das haben? Danke schön. Das Messer ist bereit. Zeit zu sterben. Zeit zu sterben! Totenkopf, dein Ende heißt BJ Blazkowicz! Gute Wahl, Captain Blazkowicz. Das ist ein guter Jahrgang. Bis 14. Ich muss noch ganz kurz eine Pause machen. Oh, Mensch. Mit einem Finale klingelt das Telefon. Trotzdem bist du tot. Recht, Kerl. So naiv. Und unser Tod heißt Tod. Hören Sie mich, Captain. Kann ich feuern? Feuer frei. I believe that the stars keep shining all through. Und das sieht man jetzt nicht, warum. Vielleicht, weil Neues kommt. Keine Ahnung. Ja, puh. Puh, 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 puh. Toller Anfang. Mäßige Mitten. Und absolut schreckliche letzte Level. Um halt das sagen zu müssen. Aber mir fehlt danach auf jeden Fall die Motivation. Gerade zu Ende hin. Boah, meine Güte. Boah. Ich muss sagen, so bis nach dem,
Nach dem Bahnhof so ungefähr, da geht's wirklich steil bergab mit den Leveln. Nur noch gerade, nur noch Geballer, kaum noch Schleichen und wird nachher total obsolet, auch in den U-Boot schon. Da war ja auch schon nichts mehr mit Schleichen. Nur noch kaum mal. Ab und zu war es noch möglich, aber nach teilweise haben dann die Gegner dann nur noch gesehen, wenn man provoziert wird zu ballern. Der letzte Level, absolut anstrengend. Auch Berlin, absolut, also der letzte Besuch in Berlin, absolut anstrengend. Ich meine, die Bosse hatten gute Ideen. Dass man jeden einen nur mit Granaten treffen darf, okay. Wurde einem zwar nicht erklärt, aber man hat es dadurch, dass man sie nachher gefunden hat, irgendwie doch schon gemerkt. General Strasse, also Totenkopf, erste Version, super. Das heißt super. Die Idee toll, Ausführung scheiße. Ich sage jetzt mal echt so, weil wenn man nicht alles aufsammelt, ist man tot. Ist so. Zweite Version, absolute Katastrophe. Ich habe jetzt extra den Schwierigkeits runtergedrängt. Ich habe jetzt irgendwie 10 Versuche oder was gebraucht. Und ich bin einfach nur nervig. Weil das Feuer nachher so stark ist, dass man einfach nichts mehr sieht. Man sieht den Gegner nicht mehr. Aber es ist, denke ich mal, auch machbar. Aber ich wollte jetzt hier nicht... ich wollte das Spiel einfach, um ehrlich zu sein, auch vorbei haben. Deswegen habe ich da jetzt ein bisschen runtergedreht. Ich spiele jetzt gerade dann... Oh, siehe da, vier Treffer, er ist tot. Nach den 20, die wir im Ende der letzten Folge irgendwie gebraucht haben. Und da war er immer noch nicht tot. Jetzt hat er gesehen, man sah eigentlich nichts mehr. Und das ist nachher immer noch so gewesen. Und da hatte ich ehrlich gesagt keine Lust mehr drauf. Tut mir sehr leid. Aber manchmal muss man irgendwo irgendwie Prioritäten setzen. Ja, wie gesagt, die ersten Missionen waren super. Auch der Weg nach Berlin, das erste Mal zu dem Bahnhof da, wo wir auf diesem großen Gelände sind, hat so viel Hoffnung gemacht. Auch das Krankenhaus, wo man wirklich schon diesen Weg ausholen konnte. Und sie überlegen konnte, schleiche ich jetzt oder mache ich richtig Rambazamba, so wie es auch der Trailer ja eigentlich versprochen hat damals. Und danach geht es immer erst so sanfte Kurven nach unten und wird immer gerade liegen und am Ende ist halt einfach nur noch ein langer Schlauch. Und wenn ich Call of Duty haben will, spiele ich Call of Duty und hier, naja. Ich weiß, es ist jetzt viel Gemecker, aber ich meine, nachher ist es ja auch irgendwie so Gemecker. Ansonsten aber eigentlich, ich sagte, Anfang, den fand ich echt super, die ersten paar Missionen auch... teilweise die Atmosphäre super. Ich meine, das Tauchen mit diesem Bötchen fand ich super. Auch der Level im U-Boot vom Aussehen her super. Auch der Mond vom Aussehen her super. Wäre es nicht übrigens, gäbe es jetzt nicht Destiny, wäre das nicht rausgekommen, würde ich sagen, cooler Mondlevel, aber Destiny macht es halt dann doch irgendwie besser. Ja. Was soll man da nur sagen? Die Sprüche von BJ Blazkowicz. Warum muss das so eine luschige Volldose sein, die einfach sonst alles niederballert? Warum kann er nicht so sein wie Adi und sagen, yeah, you, if it's bleed, you can kill it oder sowas. Irgendwie was, coole Sprüche oder nicht so. So total depressiver Scheiß, Entschuldigung. Aber ich meine, das soll das Spiel Spaß machen und nicht so ein depressives Zeug machen. Ne? Die Stimmung dafür ist teilweise recht, trotzdem natürlich gedrückt, aber halt lockere Sprüche von BJ hätten es aufgewertet, statt halt nur seinen senilen Kram, den er da erzählt hat. Denn, ne, war gerade am Ende, was wir da gesehen haben, die Gehirn rausschneiden und sowas, das ist harter Tobak, ja. Aber naja, ich habe jetzt, glaube ich, nicht mal so viel zu sagen. Ich will ja nicht den ganzen Abspann durchschlabern, aber naja. Wie gesagt, die ersten Missionen haben mir wirklich sehr gut gefallen. Ich muss sagen, so bis Folge 30 so ungefähr, vielleicht noch ein bisschen drunter, 25, sagen wir mal die Hälfte des Spiels, fand ich extrem geil. Die nächste Hälfte wurde immer langweiliger, immer schlechter. Und wir sind ja auch hier an den letzten Level. Ich glaube, seit wir vom Mond runter sind, auch ziemlich oft gestorben. Was ich teilweise auch nicht unbedingt am Schwierigkeitsgrad finde. Der steigt zwar in diesen drei Leveln ganz am Ende extrem stark an. Aber ich meine, ich habe ja nicht unbedingt was gegen schwere Spiele. Ich habe ja auch Dark Souls gespielt und sowas. Aber das hier fand ich teilweise noch ein bisschen übertrieben. Weil es halt nur noch der letzte Level ist. Es waren drei Räume mit voller Gegnern, sonst nichts mehr. Und zwei Bossen. Und da waren so diese schönen Gänge am Ende einfach viel schöner. Was am Ende sage ich, am Anfang viel schöner, diese weitläufigen Räumgebiete, wie halt, wie gesagt, auf dem Weg zum Bahnhof in Berlin oder zum Zug, der nach Berlin fährt. Kann ich nur als positives Beispiel denken, die letzten drei Level als absolute Grütze. Das Auge von anderen war übrigens trotzdem ein sehr interessanter Boss.
wenn auch dieser im Vergleich zu den anderen beiden viel zu leicht war. Und die anderen, okay, auch der Roboter vorher vor Totenkopf, der war auch noch eigentlich relativ einfach, aber Totenkopf war einfach nur nervig. Und zwar in beiden Phasen. Obwohl er gerade die erste Phase eine tolle Idee hatte. Aber schlechte Umsetzung. Auch dass alles nachher brennt, ist auch eine tolle Idee, aber auch wieder schlechte Umsetzung. Naja, und ich will jetzt nicht das Spiel zerreißen, denn es hat mir ja schon Spaß gemacht. Aber der erhoffte Shooter, Oldschool Backtrip war es nicht. Und im Endeffekt sein, so Oldschool war das ja irgendwie dann auch nicht. War eher so vom Heilungssystem zum Beispiel eher so wie Fallout. Fallout, sag ich schon, wie Far Cry 3, nur halt ohne Arm rausrecken, sondern mit im 20er Schritten Selbstheil. Naja. Achso, ja, auch die Action teilweise, ne? Also man hätte ja schön actionreich spielen können mit Akimbo und sowas. Nur den meisten Situationen bringt es einfach nichts, weil keine Munition da ist, um mit Akimbo rumzulaufen. Ihr habt es ja gemerkt. Man macht es halt ab und zu mal, weil es einfach spaßig ist. Es ist schon spaßig, aber danach ist die Munition komplett leer und man steht mit runtergelassenen Hosen da. Und dann ist das ganze Akimbo-Geballer schon wieder sinnfrei. Außer vielleicht bei den Schrotflinten, die man eh sonst nie benutzt. Aber ansonsten, ne? Recht stressfrei. Oder sinnfrei. Naja. Liebe Freunde, ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch eine Bewertung da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns bei einem nächsten Let's Play wieder. Das vielleicht auch wieder actionreich ist. Ich weiß noch nicht genau, was es sein wird. Vielleicht wird es ein Let's Play Trigger mit dem Shady. Vielleicht wird es irgendwas anderes. Vielleicht wird es Velasco, was wir gemacht haben. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich verspreche nichts. Und Wolfenstein New Order, das war's damit. Vielen Dank. Ciao. Ja, ne Mau.